Schön, dass Sie wieder da sind, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt wird es ein bisschen medialer, als wir das die Zeit vorher hatten. Nathan Schneider und Thomas Macho sind beide uns zugeschaltet. Es ist eine große Freude, euch beide zu sehen. Vielen Dank, dass ihr Zeit habt, uns beizuwohnen. Ein bisschen was habt ihr vielleicht mitbekommen, was wir so besprochen haben. Das ist jetzt die dritte Gesprächsrunde. Die steht unter der Überschrift Israel und die globale Unruhe. Und meine beiden Gesprächspartner sind Nathan Schneider und Thomas Macho. Nathan Schneider ist 1954, also im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, geboren, in Mannheim geboren, als Kind von Eltern, die den Holocaust überlebt haben und als Staatenlose dort gelandet waren. Er ist mit 20, also 1974, mit 20 Jahren nach Israel gegangen. Er hat in Tel Aviv an der Columbia University studiert, war an der LMU mit Ulrich Beck zusammen, hat er gearbeitet und hat seit 1996 einen Lehrstuhl für Soziologie in Tel Aviv und ist, wie ich auch, seit diesem Jahr, Nathan, ne, bist du aus dem Dienst raus. Er hat einen ganz wichtigen Band veröffentlicht und wieder veröffentlicht über neuen Antisemitismus, Fragezeichen, mit Doron Rabinovici, 2004 und 2019, nochmal wieder. Dann das ganz wichtige Buch für unsere Debatte, 2022, Fluchtpunkte der Erinnerung über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus. Und ganz aktuell, das ist das einzige Buch, was ich mitgebracht habe, darf ich Ihnen zeigen, die Wiederveröffentlichung einer Korrespondenz zwischen Navid Kamani und Nathan Schneider von vor 21 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe. Vor 21 Jahren haben sie in Lettre Internationale einen Briefwechsel veröffentlicht, Israel, eine Korrespondenz. Ich kann Ihnen diesen Band sehr empfehlen, weil viele Dinge man dort wieder lesen kann, die heute wieder wichtig sind. Und es ist eine tolle Korrespondenz zwischen einem Deutschen aus dem Iran und einem Deutschen aus Israel. Und sie beide sind nicht immer einer Auffassung, aber es ist ein Buch, wo beide bereit sind, voneinander etwas über ihre eigene Situation zu lernen. Thomas Macho ist ein Tick älter, aber kaum älter. Hat lange Zeit, nämlich von 1993 bis 2016, als Professor für Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin geforscht und gelehrt. Er war von 2016 bis auch zu diesem Jahr, hatte er die Leitung des Internationalen Forschungszentrums für Kulturwissenschaft in Linz, der Kulturuniversität Linz in Wien inne. Er hat 2019, das sollte man doch sagen, den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung bekommen. 2020 den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik. Wichtig und interessant auch für unser Thema, das Buch von 2010, Das Leben ist ungerecht. Auch für das Buch von 2011, Vorbilder. Auch nicht zu vergessen, das Buch Das Leben nehmen, Suizid in der Moderne von 2017. Und vielleicht, weil es um Kunst geht, Sehen ohne Augen aus dem Jahr 2022. Also wunderbar, dass ihr da seid. Ich würde gerne mit Benedict Anderson beginnen. Hatte der nicht recht? Benedict Anderson schreibt ein Buch über vorgestellte Gemeinschaften mit dem interessanten Gedanken, dass der Nationalismus in den Befreiungsbewegungen wiedergekehrt ist und dass die Befreiungsbewegungen, die er vor, weiß ich nicht, 35 Jahren, 40 Jahren, als er das Buch geschrieben hat, die er vor Augen hatte, dass er sich die Augen gerieben hat und gemerkt hat, die sind alle nationalistisch. Nationalistisch heißt,
Sie sind bewegt von Nationalismus und sie haben nicht unbedingt die Form, kennen nicht unbedingt die Form der Nation. Das ist ein interessanter Punkt bei Benedict Anderson. Ist das so? Ist es so, dass wir quasi, seht ihr das auch so, dass der Nationalismus durch die Befreiungsbewegung wieder auf unser, uns wieder als Wiederkehr nahe gekommen ist? Nathan, siehst du das so? Ist das ein muss man Befreiungsbewegung auch immer aus der Perspektive des Nationalismus denken? Ich glaube schon. Ich meine, Zionismus ist ja eine typische Form einer nationalistischen Befreiungsbewegung, das auf jeden Fall. Und auch andere antikolonialistische Bewegungen, Nordafrika und so weiter, sind ja keine universalen Befreiungsbewegungen gewesen, sondern auch nationalistische Befreiungsbewegungen. Das heißt, die hatten das Ziel, Nation Building zu machen. Und was ja auch entscheidend für Benedict Andersons Theorie ist, ist ja, dass er von Imagined Communities gesprochen hat, also von sozusagen sich vorgestellten oder eingebildeten Gemeinschaften. Und die Tatsache, dass diese Communities imagined oder eingebildet sind, heißt ja nicht, dass sie nicht wirklich sind. Das gehört ja mit dazu, um Benedict Anderson besser verstehen zu können. Also ja, auf jeden Fall. Thomas, siehst du das auch so? Ja, ich sehe das auch so. Allerdings würde ich es noch stärker, was ihr beide natürlich ohnehin seht und wisst, auf den Zusammenbruch von Imperien beziehen. Die Theorie des Imperiums, die eben ganz viele Bereiche, auch ganz viele Kulturen umfasst, vom Imperium Romanum bis zur Sowjetunion, hat immer auch, wenn es zum Zusammenbruch des Imperiums gekommen ist, eine Art von Befreiungsprozess, in dem es um Nationalismus ging, begünstigt. Das galt im 20. Jahrhundert für den Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, das galt für den Zusammenbruch des Osmanischen Reichs, das galt auch für den Zusammenbruch der Sowjetunion. Das heißt, die Befreiungsbewegungen waren daher immer auch nationalistisch inspiriert und bewegt. Das glaube ich, kann man so sagen. Nun ist diese Theorie des Imperiums außerordentlich wichtig und interessant, aber muss natürlich auch sehr viele Gestalten, die ein solches Imperium annehmen kann, unterscheiden. Es macht einen Unterschied, ob das ein zusammenhängendes Imperium ist oder ob es etwas sowas wie der Commonwealth oder die klassischen kolonialen Imperien sind, die ja oft über große Distanzen hinweg aufgebaut und aufrechterhalten wurden. Das heißt, wir müssen mit den Befreiungsbewegungen mit einem nationalistischen Furor schon rechnen, oder? Das lehrt die bisherige Erfahrung jedenfalls. Auf jeden Fall. Und habt ihr eine Idee, wie man diesem Furor eine Form bringen kann? Also seht ihr die Möglichkeit, dass Nationalismus zur Nation wird? Und was bedeutet das, wenn eine nationalistische Bewegung sich in eine Form der Nation verwandelt? Kann man diesen Prozess irgendwie kennzeichnen, was da passiert, Thomas? Das ist ja die Theorie des Nation Building. Also Nation Building in gewisser Hinsicht beschreibt ja genau das, wie man sozusagen von der Emotion und dem Affekt, den wir auch mit Nationalismus bezeichnen, auch all das, was damit in Zusammenhang kommt, eben zu funktionierenden Institutionen kommt, mit all den Elementen, die eben auch eine Nation oder einen Nationalstaat dann auszeichnen sollen, von Gewaltenteilung bis hin zu unabhängigen Gerichten, unabhängigen Medien und so weiter. Und das ist ein komplexer und schwieriger Prozess, weil man sich im Zuge dieses Prozesses, dieses Nation Building, natürlich auch von einigen, wenn man so will, Wunschbildern und Idealisierungen dessen, was diese Nation sein soll, wieder verabschieden muss. Nathan, jetzt auch natürlich im Blick auf Israel fragen wichtig ist natürlich. Dachte ich mir. Ne? Ja. Ja, ich dachte mir, dass wir hier nicht in einem Oberseminar über Nation Building Processes. Hab schon Angst gehabt, dass das da hinausführt irgendwie zu so einem Seminar. Auf jeden Fall. Ne? Also ich stehe da mit Thomas wirklich in einer Meinung. Ne? Der Zionismus ist vielleicht wirklich einer der klassischsten
Nation-Building-Bewegungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Einer der erfolgreichsten, wenn man bedenkt, der Sprache, die sie gegründet hat, den Institutionen, die sie gegründet hat, die alle schon da waren, bevor der Staat 1948 institutionalisiert worden ist, ist das vielleicht einer der erfolgreichsten Beispiele einer Nation-Building-Prozesses. Was ist mit Gewalt bei der Konstitution einer Nation, Nathan? Ja, gerade wenn man hier ausgeht, ohne Gewalt geht es nicht. Also die Illusion, dass das gewaltlos passieren kann, ist natürlich illusorisch, ist eine Wunschvorstellung. Nation-Building-Prozesse sind Prozesse, die auch mit Gewalt ablaufen. Vor allen Dingen hier im Nahen Osten, wo, sagen wir mal, der Prozess der jüdischen Emanzipationsbewegung immer auf Widerstand gestoßen ist. Und ohne die Gewalt von 1921, von 1929, von 1947, 1948 wäre dieser Staat nicht entstanden. Das ist jedem hier klar, ob man jetzt links ist oder rechts ist oder in der Mitte ist, ob man das gut findet, ob man das schlecht findet, das ist so. Alles andere ist illusorisch. Thomas, was machen dann Staaten mit dieser konstitutiven Gewalterfahrung, wenn Nationenbildung über Gewalt, das ist ja eine Gewalterfahrung, die dann im Hintergrund der Nationenbildung steht. Was machen die? Wie arbeiten das? Wie gehen die mit diesem Kapitel ihrer Selbstbildung um? Das ist ganz verschieden. Also ich will auch nicht ins Oberseminar rutschen. Deshalb, klar, da gibt es die eine Variante, ist die der Restauration. Das kann man nach der Französischen Revolution genau studieren, wenn man guckt sozusagen auf die Napoleonischen Kriege. Und dass hinter diesen Eroberungsfeldzügen, auch dem Versuch des Aufbaus eines Imperiums, auch die Idee lag, die Ideale der Französischen Revolution durchzusetzen, natürlich auch mit Gewalt. Und dann kam eine lange, lange Epoche der Restauration. In Großbritannien nicht viel anders. Da gab es die Glorious Revolution und dann gab es das lange, lange viktorianische Zeitalter. Also es ist immer auch sehr verschiedenartige Prozesse, die da ablaufen, die man auch nicht ganz einfach auf einen Punkt bringen kann. Aber vielleicht noch ein Aspekt, den ich wichtig finde in Bezug auf die Frage nach dem Zionismus, die Nathan gestellt hat. Ich glaube, das Einmalige an dieser Situation war eben, dass im Zionismus auf der einen Seite sowas wie ein auch religiös fundierter Sehnsuchtsort aufgerufen wurde und auf der anderen Seite eine immer dringendere Notwendigkeit bestand, so etwas wie einen Zufluchtsort zu schaffen und zu finden. Und diese Kombination aus etwas, was auch mit Geschichte und von daher auch mit Utopie, mit Sehnsucht und so weiter in Zusammenhang steht und auf der anderen Seite die existenzielle Bedrohung, der die jüdische Bevölkerung nach vielen Anstrengungen der Assimilation und der Emanzipation ausgesetzt war, und im Grunde schnell wieder ausgesetzt wird. Das ist ja auch eine Erfahrung, die wir im Moment leider wieder machen. Nathan, gibt es unterschiedliche Sehnsüchte? Ich blicke auf die Siedler in Israel. Gibt es da neue Sehnsüchte oder sind das diese alten zionistischen Sehnsüchte oder gibt es da, kommt da irgendein neuer Messianismus auf oder wie soll man das verstehen? Was haben die da eigentlich im Sinn? Das ist wahnsinnig kompliziert, weil man kann nicht einfach die Siedlerbewegung, auch die messianistische Siedlerbewegung vom klassischen Zionismus völlig abtrennen. Das ist sozusagen die Hintertreppentradition unserer Nationalbewegung, die immer schon da war in irgendeiner Form und die natürlich gerade in so Extremsituationen, wie wir sie jetzt im Moment haben, nochmal klar ihren Ausdruck bekommen. Es ist ja auch von der anderen Seite ganz klar auch so gesehen, dass wir alle Siedler sind. Also nicht nur die Siedler, sondern dass wir alle Siedler sind. Und
Es ist natürlich für ein bestimmtes Lager hier in Israel, gerade für das Friedenslager, für sagen wir, das linke Lager auch innerhalb und außerhalb Israels, ungeheuer bequem, sich von diesen Siedlern distanzieren zu können. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Ohne sie wäre schon hier längst irgendwie das Paradies ausgebrochen. Und das stimmt nicht. Ne? Die gehören zur zionistischen Bewegung, genauso wie die Friedensbewegung zur zionistischen Bewegung gehört. Das muss man gemeinsam sehen. Und wenn ich gerade im Moment in Israel wird sehr, sehr viel über diese berühmte Rede von Moshe Dayan 1956, eine Grabesrede auf einem nach Gaza verschleppten Soldaten und dort ermordeten und dort grausam ermordeten Soldaten Rui Rotman irgendwie, und er hat eine Grabesrede gehalten, die resoniert irgendwie bis heute über Kampfbereitschaft und dass unsere Feinde immer daran glauben, dass wir nicht legitim sind und dass wir deswegen immer weiterkämpfen. Das war 1956 im April. Das war 11 Jahre, sagen wir, vor dem Sechstagekrieg und der Eroberung des Westjordanlandes. Was dann auch heißt, dass die Problematik nicht wirklich 1967 und die Siedlungen sind, sondern dass die Problematik auf 1948 zurückgeht. Das heißt also, die Ausübung jüdischer politischer Souveränität in diesem Raum, die als nicht legitim von der anderen Seite betrachtet wird. Und es ist einfach zu bequem, sich da irgendwie auf die messianischen Siedler rauszureden und sagen, das ist irgendwie, die sind das Problem. Die sind natürlich ein politisches Problem, ist überhaupt keine Frage. Aber was das Essentielle angeht, ist nicht 1967 das Problem, sondern 1948 das Problem. Das heißt einfach, die Staatsgründung, die davon ausgeht, dass es eine Ausübung jüdischer politischer Souveränität gibt, die nicht akzeptiert wird von der anderen Seite. Thomas, gibt es sowas wie das Recht auf Wurzeln? Das ist eine gute Frage. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht, ob es das Recht auf Wurzeln gibt. Wurzeln ist so ein vegetabilische Metapher, die zwar immer wieder mal auftaucht und eine Rolle spielt, aber das, worum es hier geht, eigentlich nicht beschreibt. Ich vielleicht noch mal ganz kurz dieses Thema mit Sehnsuchtsort, so habe ich es genannt, das ist vielleicht ein blöder Titel, und Zufluchtsort auf der anderen Seite. Es gibt eben, und das wird auch im Moment in den Diskussionen, wenn es dann immer heißt, man wird doch noch sagen dürfen, dass Israel-Kritik was anderes ist als Antisemitismus, und auf der anderen Seite diese Konfrontation mit wirklich Jahrtausenden, muss man schon sagen, von antijüdischen, antisemitischen Pogromen, Massakern, Phantasmen. Vor kurzem hat ein befreundeter Wissenschaftler, ich sage nicht wer, zu mir gesagt, Verschwörungstheorien, die gehören zur Moderne. Dann habe ich gesagt, und was ist mit den Ritualmordlegenden im Mittelalter? Was ist mit dem Hexenwahn? Das sind Verschwörungstheorien, und zwar ziemlich explizit und nach ähnlichen Mustern ausgebaute Verschwörungstheorien, haben aber mit der Moderne nichts zu tun. Und ähnlich gilt das auch für den Antisemitismus, wie immer man nennen will, diesen Furor, der jetzt auch im Hamas-Überfall wieder so deutlich in den Vordergrund getreten ist. Das ist nicht etwas, was es seit gestern gibt, was man mit Blick auf Ereignisse wie Staatsgründung oder so beziehen kann, sondern das hat eine uralte Tradition, die einen schon das kalt sozusagen schaudern lässt. Wenn man überlegt, ich mache nur ein Beispiel, weil sonst wird das zu lang und es soll ja nicht seminarförmig werden, aber es beginnt im 14. Jahrhundert die Pest, die immerhin nach manchen Schätzungen bis zu einem Drittel der Gesamtbevölkerung Europas ausgerottet hat. Und wen hat man beschuldigt?
Juden, die haben die Brunnen vergiftet, die haben irgendwelche Initiativen. Also es gibt da eine Tradition von Verschwörungsmythen, von Theorien, das reicht tatsächlich von dem Mittelalter, beziehungsweise auch schon der Antike, bis ins 19. Jahrhundert, das heißt in die sogenannte Moderne hinein, wo plötzlich auch wieder die Ritualmordlegenden erzählt werden und was weiß ich noch alles. Ne? Und noch ein österreichischer Ort, der eine Kapelle für das andere vom Rinn hatte, irgendwie große Probleme hatte, sich damit abzufinden, dass der nicht mehr zu den Heiligen gezählt wird, weil die ganze Geschichte eben relativ eindeutig auch auf eine solche Ritualmordlegende zurückgeht. Das sind Elemente, die man scharf ins Auge fassen muss, finde ich. Und zwar auch gerade in den gegenwärtig oft sehr aufgeheizten und unsauberen Debatten. Wobei ich umgekehrt sagen muss, aber das wäre jetzt eine Rückfrage an Nathan. Ich habe kürzlich Gelegenheit gehabt mit einem linken Israeli, der gerade aus Tel Aviv kam und glaube auch nächste Woche wieder hinfliegt, ein bisschen ausführlicher zu reden. Der mir schon auch versichert hat, dass diese, ganz ähnlich wie du, ihr kennt euch auch, er war auch am IFK bei uns, der das ganz ähnlich sieht und der, obwohl er normalerweise zu allen möglichen Formen der Israel-Kritik sagt, das ist eine neue Situation, in der wir uns jetzt befinden. Das ist, jeder von uns hat irgendjemand oder kennt irgendjemand, der jemand verloren hat bei diesem Massaker und er könne sich keine Regierung, keine Regierungskoalition vorstellen im Moment in Israel, die es anders machen würde. Das hat mich dann schon sehr bewegt und beeindruckt. Und umgekehrt erfasst mich ein großer Ärger. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, dass ausgerechnet in einem sehr renommierten deutschen Verlag ein israelisches Tagebuch von Saul Friedländer, sehr bekannter Name, herausgebracht wird. Eine englische, es ist übersetzt aus dem Englischen von Andreas Wirtensohn, sehr guter Übersetzer. Es gibt aber keine englische Ausgabe davon. Also ganz offenbar wurde dieses Buch direkt über. Das trägt den Titel Der Blick in den Abgrund, ein israelisches Tagebuch. Man hat das Gefühl, okay, jetzt die große Autorität, auch der Holocaust-Forschung und so weiter, äußert sich jetzt zu der aktuellen Lage. Wenn man den Buchrücken anschaut, steht obendrauf, Israel ist ein Dschungel, in dem sich gefährliche Raubtiere aufhalten. Das ist ein Zitat aus irgendeiner Seite dieses Tagebuchs. Steht mit keinem Satz, dass das Tagebuch mit 23. Juli 2023 zu Ende geht und eine intensive, kritische, auch informative Auseinandersetzung mit der Justizreform, der beabsichtigten Justizreform der rechten Regierung in Israel ist. Man kauft das Buch in Erwartung, jetzt erfährt man etwas über eine gewisse Innensicht. Friedländer war beteiligt am Aufbau des Staates Israel. Man erfährt etwas aus einer Innensicht, Innenperspektive auf den Gazakrieg. Und in Wirklichkeit nur ein Schein davon, den ich nicht ganz nachvollziehen kann. Nathan darauf antwortet, ich würde gerne Nathan noch fragen, du hast dich ja entschlossen, nach Israel überzusiedeln. Du bist kein Diaspora-Jude mehr. Gibt es da einen Konflikt über diese Frage des Sehnsuchts und des Emanzipationsortes, ob man ein Diaspora-Jude ist oder jemand ein Jude in Israel? Gibt es da einen Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Ich bin sicher, dass es da einen Unterschied gibt. Für mich war es klar irgendwie, und ich will da gar nicht auf das Persönliche eingehen, das spielt keine Rolle, aber die Schlüsselerlebnisse für mich waren 1972 die Olympiade in München. Und dann 73 der Krieg und dann mein Beschluss, dass ich mit meinen Leuten zusammenleben will und nicht mehr in Deutschland. Das war der Anlass. Und in dem Moment, wo ich natürlich übergesiedelt bin und von einem Diaspora-Juden zu einem Israeli geworden bin, ändert sich ja im gewissen Sinne auch
eine existenzielle Grundlage. Damit wird man auch politisch verantwortlich für das, was hier geschieht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, gerade wenn man liest, wie wir mit diesem Konflikt umgehen sollen, sind wir es auch, die politische Verantwortung für diesen Konflikt tragen. Ob wir damit einverstanden sind oder nicht einverstanden sind. Deswegen ist, sagen wir mal, die israelische Position eine, im gewissen Sinne auch eine andere als eine jüdische Position. Okay. Weil wir politisch verantwortlich sind, was im Namen unseres Staates geschieht. Damit können wir einverstanden sein, wir können nicht einverstanden sein, wir können dagegen sein, wir können dafür sein, aber es ist eine politische Verantwortung, die wir tragen, und es ist eine politische Verantwortung, die ich tragen wollte und deswegen auch nach Israel ausgewandert bin. Das ist das eine. Und das Buch von Friedländer, ich brauche da jetzt gar nicht darauf einzugehen, das sollte halt am 8. Oktober erscheinen, und als er das geschrieben hat, konnte er natürlich nicht wissen, was passiert, und dann ist das Buch halt erschienen, und der Blick aus dem Abgrund ist dann wirklich in der Tat ein etwas irreführender Titel. Und was da diese Verantwortung auch angeht, möchte ich dazu vielleicht noch sagen, dass das existenzielle Sein von hier, ich spreche ja jetzt im Moment aus Tel Aviv, und ich sehe das sogar als symbolisch und metaphorisch, dass da so ein kurzer Delay mein Tod ist, dass, obwohl ich auf Deutsch rede und nach Deutschland rede, ich sehr oft das Gefühl habe, dass wir nicht in derselben Zeit und im selben Raum leben. Aber dass die Illusion irgendwie erzeugt wird, gerade durch Debatten wie diese, dass wir denselben Raum teilen und auch dieselbe Zeit teilen. Seit ungefähr, nicht halt ungefähr, seit genau heute, genau 6 Wochen, mache ich jeden Morgen am 7. Oktober auf. Ich gehe am 7. Oktober schlafen und wache am 7. Oktober auf. Und hier ist es inzwischen schon fast Ende November geworden. Und die Zeit ging weiter, woanders. Hier geht die Zeit nicht weiter. Wir leben in keiner linearen Zeit, wo jeder Tag ein neuer Tag ist, sondern wir erleben diesen 7. Oktober ständig wieder. Und ob das jetzt Bilder der Entführten oder Verschleppten sind, die man hier in Tel Aviv überall sieht, ob das der gelegentliche Raketenalarm ist, den wir hier in Tel Aviv haben, ob das die Stimmung ist, ob das die Atmosphäre der Stadt ist, so eine Glocke der Trauer, der Melancholie und auch einer existenziellen Angst hängt. Was denn sein wird, hängen wir in diesem 7. Oktober fest seit 42 Tagen. Das ist ein ungeheuer langer Tag, dieser 7. Oktober. Und manchmal habe ich das Gefühl, das macht auch total Sinn, gerade wenn man mit Leuten aus den Medien spricht, die natürlich im Tagesgeschäft stehen und über den 16. und 17. November berichten müssen und der 7. Oktober jetzt ständig im Bewusstsein außerhalb Israels zurückgeht. Und das ist manchmal fast schwer zu ertragen und auszuhalten. Würdest du sagen, dass die Zeit wieder losgehen könnte für dich, wenn die staatliche Souveränität Israels wiederhergestellt ist? Das ist auf jeden Fall, und die Zeit also würde auch wieder gehen, wenn die staatliche Souveränität wiederhergestellt ist, wenn ich davon überzeugt bin, dass die militärische Kraft der Hamas vollkommen ausgelöscht sind, und das Allerwichtigste, wenn die 238 Verschleppten und Geiseln wieder in Israel sind.
Und dann kann ich zu, dann kann ich weiter zum 8. Oktober und kann mich wieder mit der Weltzeit verbinden und an verschiedene Lösungsversuche, was danach kommen wird, Einstaatenlösung, Zweistaatenlösung, Dreistaatenlösung, diese ganzen politischen Konzepte, die im Raum stehen, die kann ich dann nochmal neu nachdenken. Im Moment ist das, glaube ich, nicht so wirklich möglich. Welche Nachricht würde dich denn davon überzeugen, dass die staatliche Souveränität Israels wiederhergestellt ist? Was muss das für eine Nachricht sein, die dir das sagt? Die Geiseln wieder zurück. Ja. Und die militärische Kapazität der Hamas ausgelöscht. Die militärische Kapazität. Ja. Die Idee der Hamas, die Ideologie der Hamas, diesen eliminatorischen Antijudaismus. Und man darf ja nicht vergessen, ich meine, als die 3000 Hamas-Leute hier eingefallen sind im Süden, haben sie ja nicht gerufen, bringt die Wähler von Netanyahu um oder bringt die Siedler um, sondern haben gerufen, schlachtet die Juden ab. Genau. Und nicht nur schlachtet die Juden ab, schlachtet auch die feiernden und tanzenden Menschen in diesem großen Rave ab, ne? Von den 1400 aufs brutalst getötete Menschen waren knapp 400 Leute, die zum Tanzen im Süden Israels auf einer riesengroßen Party waren, ne, und dort ihre Freiheit sozusagen ausgetanzt haben, was ja für die Hamas auch ein Unding ist. Das ist eine Idee, die eliminatorisch ist, die kann man nicht ausmerzen, das wissen wir auch, wenn wir geschichtlich denken, dass man eliminatorische Ideen nicht ausmerzen kann, aber dass man die militärische Kapazität auslöschen kann, das geht. Ne? Und dann wäre ich bereit, den 8. Oktober und 9. Oktober überzulegen. Thomas, glaubst du, dass die Solidarität in den europäischen Ländern reicht, wenn man sagt, es geht um die Wiederherstellung der staatlichen Souveränität Israels? Also es geht um dieses Ziel, es geht nicht darum, Frieden zu finden, es geht nicht darum, einen Ausgleich zu finden, sondern es geht um das Ziel der Wiederherstellung der staatlichen Souveränität Israels. Glaubst du, dass in Europa dafür Unterstützung zu finden ist, für dieses Ziel, was Nathan jetzt gerade formuliert hat? Also natürlich ist Unterstützung dafür zu finden und natürlich wurde das auch schon mehrfach gesagt und erst gestern hat das auch der deutsche Bundeskanzler in diesem etwas kontroversen Auftritt mit Erdogan auch wieder betont. Das ist ein Element, das steht sozusagen an der vordersten Stelle. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass viele Prozesse und auch Problemlösungen und Bemühungen und so weiter danach auch möglich sein müssen und möglich sein werden. Das ist klar, und auch ein bisschen dazu beitragen werden, dass man in Israel wieder auch am 8. Oktober aufwachen kann. Also aber das allererste ist eben dieser Aspekt des Existenzrechts des Staates Israel. Und das ist etwas, was unumstößlich ist und was sowas, wie hat das Habermas in seiner Stellungnahme, das ist sozusagen der Grundsatz von Solidarität, von dem an man überhaupt erst zu diskutieren beginnen kann. Und das bringt ja auch die Debatten, die wir im Moment alle führen. Glaubst du, Thomas, dass wir dabei sind, und Nathan hat mir das gesagt, ich werde ihn fragen, was er damit meint, dass wir eine neue globale Judenfrage haben seit dem Angriff der Hamas? Wir haben eine neue Situation seit diesem Angriff. Und das sagen nicht nur die Israelis, die sagen, das ist das schlimmste Massaker seit Staatsgründung und davor, sondern das sagen auch viele, viele Beobachterinnen und Beobachter. Das ist sozusagen mal ein Grundelement. Und auf der anderen Seite gibt es
quer über die politischen Lager hinweg eben auch eine Wiederkehr von Anti-Judaismus, Antisemitismus, wo plötzlich muss man wieder Werner Sombart lesen, die Juden und das Wirtschaftsleben und was weiß ich noch alles. Und man hat hier ja auch wiederum dieses selbe Bild. Hat man die Pest, die Juden schuld, hat man den Finanzkapitalismus, sind auch die Juden schuld. Plötzlich kann das auch ein bis dahin noch halbwegs viel ausgestrahlter Fernsehphilosoph in einer Nebenbemerkung so fallen lassen. Das sind Entwicklungen, die hätte ich mir vor 2 Jahren so nicht vorstellen können. Und das betrifft die ganzen Diskussionen, das betrifft den Vorwurf, Israel begehe Völkermord, Genozid, was nun doch ein reichlich absurder Vorwurf ist, vor allem wenn man daran denkt, dass der ganze eliminatorische Gestus, die ganze Auslöschungsfantasie in Bezug auf den Staat Israel von der Hamas-Ideologie geprägt ist und darin ausgedrückt wird und eben auch ein Cantus Firmus dieses schrecklichen Massakers war. Also all diese Elemente zusammen erwecken den Eindruck, dass man wieder mit einer globalen Form von Wiederkehr, man fragt sich immer wieder, wie kommt das, dass etwas, was eigentlich so lange schon währt und so viele Versuche hervorgebracht hat, dass so immer wieder zu dieser Art von atavistischen Aggression und Bildung von Phantasmen und Verschwörungstheorien führt. Und das, was mich am meisten dran entsetzt, aber das ist, dass das eben auch in der Linken dann passiert und Platz greift. Nathan, was meinst du mit der Formulierung, dass es eine neue globale Judenfrage gibt? Ist es das, was Thomas gesagt hat? Wir hören dich gerade nicht. Das auch, was ihr vorher auch in der vorigen Session, die du mit Klaus Holz hattest, wurde das ja schon angesprochen auch. Ich glaube, wir haben letztes Jahr im Rahmen der Dokumenta-Diskussion haben wir so ein bisschen gespielt, intellektuell gespielt und uns amüsiert. Jerusalem Declaration war Antisemitismus, Ira Declaration, man darf doch Israel kritisieren und Antizionismus ist nicht Antisemitismus, sind zwei verschiedene Sachen. All das fliegt uns jetzt um die Ohren. Diese ganzen Diskussionen fliegen uns jetzt um die Ohren. Und kann man sehen, vielleicht sogar, wenn Theorie zur Praxis wird. Ja. Dieser Schlachtruf, schlachtet die Juden ab, ist ja nicht nur für Israelis relevant, sondern wie man jetzt auch überall sieht, ne, überall, wo es jüdisches Leben gibt, außerhalb Israels, wird dieses Leben prekär in gewissem Sinne, weil man plötzlich wieder mit dem Gefühl leben muss, dass das Leben prekär, dass das Leben prekär ist, ne? Und dass es deswegen ganz klar diese Bezeichnung israelbezogener Antisemitismus, die vielleicht irgendwann mal Sinn machte, plötzlich keinen Sinn macht, weil der Antisemitismus israelbezogen ist, jüdisch bezogen ist, dass die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus, also die Gegnerschaft zu der Ausübung jüdisch-politischer Souveränität vom Antisemitismus nicht mehr zu trennen ist, weil man auch versteht, dass Israel im gewissen Sinne auch die Antwort auf den Antisemitismus war. Stellen wir uns mal im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine Welt vor ohne Antisemitismus. Hätten dann Juden irgendwie außer ein paar fromme Juden oder orthodoxe Juden, die nah an den heiligen Städten sein wollen, hätte es eine Bewegung, eine Emanzipationsbewegung gegeben, die versuchte, sich von, sagen wir mal, intern kolonisierten antisemitischen Theorien und Praxisen zu befreien? Wahrscheinlich nicht. Das heißt also, wenn es die Antisemiten nicht gegeben hätte, dann wäre die zionistische Bewegung auch nicht entstanden. Das heißt, die Dinge sind miteinander total verknüpft. Ne? Und man hat sie versucht, jetzt theoretisch
in den letzten Jahren auseinanderzuziehen. Und die Documenta-Debatte letztes Jahr war, glaube ich, noch einer der letzten großen Versuche, irgendwie da theoretisch zu differenzieren. Da war ja dieser merkwürdige Zwischenruf an eurer Debatte, dass es bei diesem antisemitischen Bild eigentlich gar nicht um Antisemitismus geht, sondern um interne indonesische antikolonialistische Topoine und all diese Sachen, die mich erinnert haben daran, was für eine Diskussion wir letzten Sommer hatten. Und jetzt ist eine neue Wirklichkeit in uns eingebrochen. Und es gibt viele Leute, und das merkt man im Moment sehr, sehr stark, die sich von dieser neuen Wirklichkeit nicht beeindrucken lassen und weiterhin an ihrem theoretischen Gerüst irgendwie arbeiten und das noch verstärken wollen. Ne? Da kann man wirklich entsetzt sein. Stichwort Judith Butler, aber nicht nur. Ne? Wieso soll ich meine Theorie irgendwie von der Wirklichkeit beeindrucken lassen? Das ist halt schlimm für die Wirklichkeit. Die Theorie ist okay. Ne? Die ist schön. Ne? Die wird nur eingekreist von einer hässlichen Bande von Fakten. Ne? Und da lasse ich mich nicht davon beeindrucken. Ne? Und deswegen muss das jetzt alles nochmal neu gedacht werden. Mhm. Ich meine, das ist ja das, was wir tun müssen. Ne? Der Zivilisationsbruch, den wir hier am 7. Oktober hatten, muss uns dazu zwingen, Dinge nochmal neu zu überlegen und zu überdenken. Thomas, würdest du zustimmen, dass Gegenwartskunst, bildende Gegenwartskunst immer auch so eine Hintergrundidee eines Schreckens bearbeitet, die der Gegenwartskunst wichtig ist? Muss nicht bei allen so sein, aber wenn man versucht, irgendwie bestimmte Epochen der Gegenwartskunst, der näheren Gegenwartskunst einzuteilen, kommt man so ein bisschen auf die Idee, dass immer dahinter manche Kunst eine Idee steckt, was droht uns in der Welt. Und die Kunst will das zum Ausdruck bringen, was uns droht. Und da war es bisher eigentlich immer sowas wie Klimawandel, Extraktivismus. Wir selber haben eine Sommerakademie über solche Dinge gemacht. Kolonialismus natürlich damit verbunden. Autoritarismus. Ist jetzt die Auseinandersetzung in der Gegenwartskunst die über den Schrecken, den man zu bearbeiten hat? Und wie Nathan sagt, den Schrecken des Antisemitismus in dieser Gestalt, in einer europanahen Gesellschaft, von der man sagen kann, dass sie eine globale Resonanz hat, einfach nur dadurch, dass die Flugzeugträger der USA da sind. Man kann vielleicht sagen, aber ich will jetzt keine Eulen oder andere Vögel nach Kassel tragen. Man kann vielleicht sagen, in der Liste der Schrecken, die du aufzählst, ist natürlich der massivste und wichtigste Schrecken vielleicht zufällig nicht genannt worden von dir, nämlich der Krieg. Und das ist, wenn man guckt auf Gegenwartskunst und das Feld ein bisschen erweitert, dann ist natürlich klar, ganz egal, ob das jetzt Fotografen sind oder und zwar große, Martha Gellhorn oder Robert Capa oder wie auch immer, es ist immer eigentlich der Krieg, der Tod, der gewaltsame Tod und die Gräuel, die rund sozusagen um die Kriege sich ereignen. Und wir sind jetzt in einer auch insofern neuen Situation, als man den Krieg ja auf eine seltsame Weise ausgeblendet hat. Es gibt diese Auseinandersetzung aus den 70ern, 80ern mit der Drohung des Atomkriegs, prominente Namen wie Günter Anders, der sich damals ja sehr, sehr engagiert hat, aber in Wirklichkeit schon 1956 eben davor gewarnt hat und seine Thesen zur Apokalypse blind hat und zur Antigüte des Menschen veröffentlicht hat. All das erschien uns ja wie fast schon wie Ladenhüter. Der Verlag von Günter Anders hat sich mit großem Engagement und darum bemüht, eine neue Werkausgabe herauszubringen. Es gab den Günter Anders Preis, es gibt ihn Gott sei Dank auch noch immer. Aber all das sind Elemente gewesen, wo man das Gefühl hat, das ist Vergangenheit. Und plötzlich ist es wieder da.
plötzlich ist es wieder da und spielt eine ganz große Rolle, nicht nur in jetzt im Gaza-Krieg, sondern natürlich auch in dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine geführt hat, wo auch schon die antisemitischen Elemente auf einmal wieder in den Vordergrund haben. Also dass ein Außenminister und ein diplomatisch sozusagen eigentlich erfahrener Außenminister wie Lavrov plötzlich auftritt und davon spricht, dass ja auch Hitler jüdische Wurzeln hatte, da habe ich gedacht, ich traue meinen Ohren und Augen nicht mehr, dass das plötzlich möglich ist und das Argument für den Überfall auf die Ukraine gewertet wird. Plötzlich ist Krieg wieder da, plötzlich ist auch die Atomkriegsdrohung wieder da. Plötzlich führt man Gespräche, wo die Frage, hat der Iran nun schon die Atombombe oder noch nicht, und eine Rolle spielt. Das ist neu jetzt. Und das ist ein Schrecken, das hat sich in der Gegenwartskunst vielleicht in den letzten Jahren gar nicht so sichtbar und deutlich angekündigt. Aber das war das Grundelement. Da kann man ganz egal, wo man anfängt im 20. Jahrhundert, man sieht, dass das immer wieder eins der Grundelemente auch der Auseinandersetzung mit Traumata, mit Erinnerungen, mit Befürchtungen und Drohungen dann ausgedrückt ist. Nathan, jetzt haben wir ja aber gerade im Kunstfeld eine Auseinandersetzung um Wahrnehmungssperren, ne? Also es gibt Leute, die sagen, nein, ihr sagt, das müssen wir den Antisemitismus angucken, aber ihr sagt es nur, weil ihr den Klimawandel vergessen wollt oder weil ihr die Problematik des Kolonialismus unter den Tisch fallen lassen wollt oder des Kapitalismus gar unter den Tisch fallen lassen wollt. Ist das sozusagen, haben wir ein purifizierte, also einen weltlosen Begriff des Schreckens in der Gegenwartskunst, deiner Ansicht nach? Kann ich nicht wirklich sagen, aber ich glaube, das gehört zum Genre, dass man ständig redet, dass man nicht reden kann. Okay. Das ist ja Teil dieses Genres, ne? dass ich sage, die Diskussionsräume werden enger, ich kann nicht reden und man hört die ganze Zeit diese Leute, die nicht aufhören zu reden, dass sie nicht reden können. Und ich glaube, das läuft so auf ähnlicher Ebene. Ich meine, du wirst dich erinnern, wir waren ja gemeinsam in Kassel, als man das Bild entdeckt hat. Ja, und während wir eine Podiumsdiskussion hatten, gleichzeitig 200 Meter davon dieses Bild erstmal ein Vorhang drüber gehangen worden ist und dann etwas später in der Nacht dann abgebaut worden ist, während wir darüber sprachen. Und ich habe ja dafür plädiert, dass man das hängen lässt, weil ich der Ansicht bin, dass man Antisemitismus nicht zuhängen und nicht abbauen kann und dass man das ruhig sehen kann und dass man den Leuten auch zeigen kann, wie, was weiß ich, antisemitische Bilder, wie die aussehen und in dem Zusammenhang auch mit Agitprop und sowjetischem Antisemitismus und antiimperialistischem Antisemitismus. Warum sollen die Leute das nicht sehen? Genauso wie sie in den Kirchen die Judenschweine sehen sollen. Damit muss man leben als Jude, wenn man in einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft lebt. Ne? Wir können ja uns keine Illusionen machen, dass wir als Juden oder Jüdinnen in einer nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft ohne Antisemitismus irgendwie leben können. Das heißt, wir müssen ihn natürlich konfrontieren und ihn ins Gesicht schauen. Und ich glaube, dass da kann Kunst wirklich eine Rolle spielen. Und Kunst kann da auch Dinge zeigen, die verstörend und störend sind. Und wenn jemand unbedingt irgendwie antisemitische Topoi produzieren will als Kunst und ein Kuratorteam das irgendwie als angemessen empfindet, okay, warum nicht, kann man mit leben. Aber das dachte ich im Sommer 22. Ich bin nicht sicher, ob ich das weiterhin so sehe, ne? weil plötzlich aus dieser Spielerei tödlicher Ernst geworden ist und dass diese postkolonialistische Theorie jetzt ganz klar
antisemitische Züge zeigt, die auch den Antisemitismus verändern. Also von dem Antisemitismus, der davon ausging, dass die Juden wirklich Semiten sind und dass man anti, dass man gegen sie sind, dass sie die anderen irgendwie der Nation sind, wie das auch Herr Holz vorhin sehr und auch in seinen Büchern immer sehr, sehr, sehr überzeugend aufgezeigt hat, jetzt plötzlich ein Antisemitismus aufgedeckt wird, der sagt, dass die Juden eigentlich das wahre, authentische Gesicht des Westens sind. Das weiße, kolonialistische, unterdrückende Gesicht des Westens und dass sie deswegen irgendwie ausgemerzt werden müssen von einer dritten Weltkraft, von einer Kraft, die antikolonialistisch ist, von einer Kraft, die zerstörend ist. Das ist so Franz Fanon auf Steroiden, wenn man will. Und dass das eine ganz andere Form ist von Antisemitismus, wo dann die Spielerei auch mit diesen Ideen in gewissem Sinne aufhört. Das würde plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich nehme mir da ein bisschen eine Überziehung unserer Stunde. Thomas, wir haben jetzt überhaupt nicht über Palästinenser geredet. Wie glaubst du, kann man jetzt in dieser Konstellation, über die ihr beide geschildert habt, über Palästinenser reden? Die normale Rede ist, weil die sind auch Opfer. Muss man anders über sie reden? Wie soll man jetzt über Palästinenser reden? Ja, das ist eine einerseits durchaus einfach zu beantwortende Frage. Natürlich gibt es ja auch Opfer. Die Frage ist ja, in welchem Sinn man das in die klassischen Raster und Theoriemodelle einbaut, die eben zum Beispiel in der Postcolonial Studies entwickelt worden sind. Natürlich gibt es ja Opfer, natürlich werden die auch auf eine schreckliche Weise, beispielsweise als Schutzschilde und Anlässe für die Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten missbraucht und so fort. Also das alles ist eigentlich klar und evident. Und natürlich muss man die ganze Geschichte nochmal anders erzählen lernen. Da sind wir aber im Grunde auch schon seit Jahren dabei, könnte man sagen. Und im Moment ist nur sozusagen was mich irgendwie verrückt macht, diese Form des Missverständnisses, wo man plötzlich auf der einen Seite Palästinenser war, auf der anderen Seite Hamas, und die Hamas wird plötzlich zu einer antikolonialistischen Befreiungsbewegung, und das ist verrückt. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist etwas, was man in diesem Beschreibungsraster nicht mehr sagen und beschreiben kann, ohne dass man den kalten Schrecken sofort gibt. Das, was in dem Bild jeden Morgen ist, wie das 7. Oktober zum Ausdruck gebracht hat. Also ich denke, es gibt auch genug und viele Ansätze, auf die man anfangen kann, wenn man über Palästinenser redet. Das ist nur im Moment schwierig, weil das auf eine bestimmte Weise dramatisch und unpassend vermischt wird. Nathan, was sagst du? Wie soll man über Palästinenser reden oder mit Palästinensern reden? Oder wie sollen sie vorkommen? Bei uns in Israel oder in Deutschland? Ja. Oder? Ja, ich frage jetzt dich, wie siehst du das? Wie sollten sie vorkommen? Wie sollten sie vorkommen? Das ist eine ungeheure schwierige Frage und sie hängt mit meinem, was ich vorhin sagte, dass wir immer noch im 7. Oktober leben. Okay. Mhm. Und dass es ungeheuer schwierig ist, klar diese Dinge zu sehen. Das ist also, wenn man in einer Nachkriegssituation lebt, dann kann man, glaube ich, Mitgefühl besser universell verteilen oder aufteilen. Wenn man aber so brutal angegriffen wurde, wie wir am 7. Oktober angegriffen worden ist, dann ist das Mitgefühl irgendwie erstmal an den Grenzen der eigenen Gemeinschaft
hört das auf. Und das heißt aber nicht, dass man nicht darüber hinaus nachdenkt, und das tut man hier natürlich auch, was denn nach dem Krieg geschehen wird. Es ist nur nicht in dieser Sekunde, an diesem langen Tag, kann das kein offizieller Diskurs sein in dem Moment. Das ist natürlich auch klar. Und wenn man dann hört, dass die israelische Aktion nicht proportional ist, dann fragt man sich natürlich hier in Israel, was denn eine proportionale Reaktion zu diesem Angriff sein sollte. Und wenn man dann hört, dass Leute zu einem sofortigen Waffenstillstand, für einen sofortigen Waffenstillstand plädieren, dann fragt man sich, ob sie die politische Verantwortung dann auch für diese Aktion tragen werden. Die politische Verantwortung tragen wir. Sowohl für die Bombardierung von Gaza, als auch für die Konsequenzen dieser Bombardierung von Gaza. Es geht in erster Linie um die politische Verantwortung. Mitgefühl, das überlassen wir dann, sagen wir mal, moralischen Leuten, die von einem universalen Standpunkt aus argumentieren können, der ihnen der Luxus der Geburt in einem Nachkriegsdeutschland irgendwie garantiert ist. Und ich will den Leuten auch gar nichts vorwerfen, ne, und will ihnen auch nicht vorwerfen, dass sie vielleicht vergessen haben, auf was dieser Luxus eigentlich beruht. Ne. Dass dieses Nachkriegsdeutschland ja auf einer, auch auf dem, dem beruht, was einige Jahre vorher passiert ist. Ne. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ne. Es geht um das Hier und das Jetzt. Und es gibt auch hier Leute natürlich in Israel, die jetzt schon imstande sind, über den eigenen Schatten zu denken und zu fühlen. Ich finde das wahnsinnig gut. Ich selbst bin dazu noch nicht imstande, ne, weil ich noch nicht aufgewacht bin von dem, was passiert ist. Und was auch mit der Nähe des Ereignisses, mit der eigenen Familie zu tun hat. Diese Bilder von vergewaltigten Mädchen, die mit Messern aufs Brutalste vergewaltigt worden sind, mit dem Ruf schlachtet die Juden ab, das resoniert im Kopf, das hallt im Kopf so, dass das also Mitgefühl außerhalb der Grenzen der Gemeinschaft fast schon unmöglich ist. Ich danke euch sehr für dieses Gespräch. Ich bitte Sie um Bemerkungen, Fragen. Philipp Oswald, zwei Punkte. Das eine, was mich wundert in dieser Debatte, dass dieses Problem von Tokyo Reels gar keine Rolle spielt, weil es eigentlich an den aktuellen Ereignissen viel näher dran war in dieser Terrorverherrlichung und bis zum Ende der Dokumente lief, was mir bis heute nicht nachvollziehbar ist. Ich wollte aber eine Frage stellen, ob dieses Problem, wenn man nochmal auf die Dokumente 15 guckt, nicht noch mal etwas weiter gesehen werden muss, ob dieser Antisemitismus nur die Spitze eines ideologischen Eisbergs ist. Also was mich auch, also das, vorhin im ersten Gespräch war ja über die Problematik dieser antiimperialistischen Ideologie die Rede. Was ich auch bemerkenswert fand in dem Kontext der D15, auch die Abwesenheit einer Kritik an einem russischen, an einem chinesischen, an einem indonesischen Imperialismus. Also es ist, ich glaube, das Problem geht noch weiter, also ich glaube, es spitzt sich in dem Antisemitismus zu, aber das Problem geht, glaube ich, noch weiter. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Also es wäre sozusagen eine Erweiterung der Frage, ob der Kontexte der globalen Judenfrage. Ne? Wollt ihr da irgendwas zu sagen? Thomas? Thomas?
dass man die postkoloniale Fragestellung natürlich ein Stück weit erweitern muss, auch historisch erweitern muss, liegt auf der Hand. Und das ist auch schon mehrfach moniert worden, zum Beispiel, dass wir sehr viel besser informiert sind über den transatlantischen Sklavenhandel und die Verantwortung sozusagen der Versklavung von Menschen, also umgekehrt über den ostafrikanischen Sklavenhandel, der ein Stück weit auch länger dann betrieben wurde. Und das ist viele auch historische Kontexte. Ich habe ein bisschen versucht, das in den Zusammenhang mit dem Aufbau und Zusammenbruch von Imperien zu stellen, weil ich das Gefühl habe, dass das eine Fragestellung ist, die man dann ein bisschen lösen kann von dem manchmal schon arg verschlissenen Imperialismusbegriff. Es steckt dasselbe drin, Imperium und Imperialismus, und trotzdem kann man hier noch sozusagen andere Fragestellungen dran knüpfen und anhängen, die man normalerweise, wenn man den Begriff des Imperialismus mal ins Spiel gebracht hat, eben nicht mehr zu stellen weiß. Nathan, bevor du was sagst, ich könnte das noch zuspitzen, was Philipp gesagt hat. Sind wir nicht in der Situation eines Hegemonialkonfliktes auf der Welt zwischen den USA und China? Und ist dieses, was jetzt in Israel und in Palästina passiert, ist das nur sehr vermittelt? Oder muss man das vor diesem Hintergrund sehen? Und dann merkt man, wenn man es vor diesem Hintergrund sieht, steht gar nicht im Zentrum dieses Konfliktes. Ja, das kann gut sein. Also da, ich will da ganz ehrlich sagen, ich bin da ein bisschen überfragt. Das ist so, sagt man, jenseits meiner Kapazität, das im Moment einzufangen. Aber es macht natürlich Sinn. Und die Frage nach dem Tokio, wie uns die auch gestellt worden ist, das ist mea culpa. Also ich fühle mich da auch ein bisschen mitschuldig, weil ich während der Dokumente diese Sachen gesehen habe, Tokyo Wheels, Gaza Guernica und all diese Sachen, und ich dachte irgendwie so, als souveräner Israeli kann ich gelassen damit umgehen, sollen sie halt irgendwie, ne? Und habe in der letzten Zeit auch so ein bisschen an das Entebbe-Syndrom gedacht, also dass deutsche Terroristen mit Palästinensern gemeinsam 1976 ein Flugzeug, eine Air France-Maschine nach Entebbe entführt haben, und dann hieß der nochmal, der hieß auch noch Böse, glaube ich sogar, der deutsche Terrorist, Fried Böse, was für ein Name, dann auch noch verantwortlich war für die Aussortierung der jüdischen und israelischen Geiseln. Und wir natürlich als souveräne Israelis das gefeiert haben, dass sie eine Woche in Entebbe in Gefangenschaft waren und dann von einer israelischen Eliteeinheit in fast schon Fauda-Manier irgendwie befreit worden sind. Und wir waren dann natürlich sehr stolz drauf. Und irgendwie haben wir jetzt mitbekommen, dass diese 238 Geiseln, dass es da keine Entebbe-Aktion geben wird. Und wie gesagt, das hat alles damit zu tun, dass ich wie viele andere Israelis uns natürlich auf diesen Staat verlassen haben und dass wir deswegen solche antisemitischen und Terror, sagen wir mal, verherrlichenden Dinge auf einer Kunstschau, die haben wir vielleicht zu achselzuckend hingenommen. Und diejenigen, die damals, sagen wir mal, drauf gepocht haben, dass das eine ernste Sache ist und dass man das ernster nehmen soll, als einfach dahinnehmen, vielleicht doch mehr Recht hatten, als ich ihnen damals zugestanden habe. Also das sehe ich heute als ein eigenes Versagen meiner intellektuellen Kapazität nach von 22. Und ehrlich gesagt, das wird sich nicht mehr wiederholen. Bitte. Hallo.
Hallo, ja, danke schön. Mein Name ist Ann-Kathrin Mogge. Tatsächlich haben wir letztes Jahr, als wir im Sommer da an der Kirche saßen, auch dieses Gespräch knapp geführt, weil ich damals schon das Gefühl hatte, dass das, was da auf der Documenta 15 und um die Documenta 15 rum vor allen Dingen diskutiert wurde, mit diesen Fragen, auch IRA, JDA, die eben gerade ja auch kurz angerissen wurden, schon so eine Fingerübung waren, die in eine Haltung ging, die jetzt sehr manifest wird. Aber dahin zielt meine Frage jetzt gar nicht. Ich versuche so ein bisschen Ihr Gespräch vom Anfang mit dem Ende zusammenzubringen. Es ging ja los mit so Fragen von Befreiung, Befreiungsnationalismus und vorgestellten Gemeinschaften. Und es endete mit der Frage nach den PalästinenserInnen. Und wir haben da ja so eine Besonderheit, nämlich dass es so eine sehr, sehr große Gruppe gibt von Leuten, die sind so GefühlspalästinenserInnen, und zwar von rechts und von links. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Also es gibt auch in der Geschichte der extremen Rechten in Deutschland, aber auch in Europa eine starke Verbindung zu diesem palästinensischen Befreiungskampf. Und das sind Leute, die projizieren ja ganz stark auch ihre eigenen Befreiungen von was immer, von kapitalistischer Zurichtung, von LGBTIQ-Gewalt, vom Patriarchat, was auch immer, auf die palästinensische Befreiung und knüpfen so ein bisschen ihre eigene Befreiung an das Ende der staatlichen Souveränität Israels. Und andererseits haben wir noch so eine andere Form der Projektion. Das wird auch deutlich in diesem Slogan Free Palestine from German Guilt, den man letztes Jahr im Herbst auf der Documenta gesehen hat. Und jetzt ist der so ubiquitär überall, wo ja so ein bisschen Deutschland projiziert wird. Man kann bestimmte Sachen nicht sagen, die man woanders sagen kann. Und da hat man so einen unverstellteren Blick. Meine Beobachtung ist aber tatsächlich, dass gerade auch amerikanische und australische Stimmen, also die sind auch von einer eigenen Standortbestimmung getrieben, nämlich sie projizieren quasi eigene koloniale Gewalt in ihrer Geschichte, in die Geschichte des israelischen Nation Buildings und agieren das da so ein bisschen aus. Aber wie geht man damit um? Also wie kommt man da jetzt irgendwie raus und was für Schlüsse lassen sich da ziehen? Also ich bin da auch total überfragt und mich würde da so ein bisschen so eine Einschätzung interessieren. Thomas, du bist doch ein Spezialist für Projektionen, oder? Das ist lieb, dass du das sagst, aber ich selber fühle mich gar nicht als ein Spezialist für Projektionen. Mir ist das gerade nochmal durch den Kopf gegangen mit diesem, ich finde ja diesen Spruch mit dem Free Palestine from German Guilt aus verschiedenen Gründen sehr unangenehm und grauslich. Einer der Gründe davon ist natürlich auch, dass diese Diskussion um deutsche Schuld ja auch so eine merkwürdige, spätestens seit dem Historikerstreit, aber in Wirklichkeit auch schon vorher, merkwürdige Drehungen angenommen hat. Und man natürlich sofort auch nachfragen zu müssen glaubt, was heißt hier deutsche Schuld? Ist damit der Holocaust gemeint? Ist damit der deutsche oder zum Beispiel auch der österreichische Antisemitismus gemeint, der in Österreich mindestens so virulent und massiv aufgetreten ist? Oder ist damit der Antisemitismus in Frankreich auch mit gemeint, der anlässlich der Dreyfus-Affäre, ich denke in deinen Fluchtpunkten, Nathan, geht am Anfang durchaus auch um die Dreyfus-Affäre und so weiter. Also man sieht plötzlich, was das für eine merkwürdige Geschichte ist und wie seltsam diese Fantasie von der Schuldumkehr oder diese auf Palästina projizierten Wunsch, man möge endlich sozusagen von deutscher Schuld entlastet werden, die auch in der deutschen neuen Rechten eine große Rolle spielt. Aber wie gesagt, ein wirklicher Spezialist dafür bin ich gar nicht. Nathan, soweit ich weiß, würdest du doch möglicherweise sagen, mit der Schuld kannst du gar nicht so viel anfangen, oder? Nee, Schuld ist wirklich ein Begriff, der für mich nicht wirklich Verantwortung. Das ist, glaube ich, das wesentliche politische Verantwortung auch. Mhm. Aber um auf die Frage einzugehen, die vorhin gestellt worden ist, wie man damit umgeht, ist, also ich bin, glaube ich, jeglicher Illusion beraubt. Und auch der Illusion, sagen wir mal, beraubt, dass
dass Israel ein absoluter Fluchtpunkt ist für den Antisemitismus. In der Hinsicht war ich ja wirklich ein überzeugter Überzionist, dass ich glaubte, dass ich vor dem Antisemitismus hier im gewissen Sinne sicherer bin. Das stimmt ja nicht mehr, wirklich. Und es stimmt noch, aber es stimmt nicht mehr wirklich. Ne? Und diese Form, das heißt also alles etwas ernst zu nehmen. Free Germany, Free Palestine from Germany gilt, das ist einfach die Pervertierung einer Debatte, die auch in diesem Sommer gehalten worden ist mit dem deutschen Katechismus und dass die Verantwortung Deutschlands für den Holocaust irgendwie eine unbedingte Solidarisierung mit Israel ist. Aber die Debatten sind ja heute gar nicht mehr so. Es geht ja um in gewissem Sinne auch Dinge, die auch mit 9-11 zu tun haben. Und es ist auch kein Zufall, dass dieser Letter to America von Bin Laden plötzlich wieder seine Runde macht in einem gewissen politischen Milieu. Also das ist ja, das bricht ja aus Israel, Juden, Antisemitismus auch im gewissen Sinne raus. Ne? Und es geht hier wirklich um einen Konflikt, um einen wirklich bösen Konflikt, dem wir gar nicht wirklich umgehen können, weil wir auch nicht die Mittel haben. Ne? Und Israel hat natürlich die militärischen Mittel, die Hamas zu besiegen, aber außerhalb Israels wird das nicht so gesehen. Also ich bin nicht deprimiert und auch nicht melancholisch. Ich bin nur vollkommen desillusioniert. Mein Name ist Hajo Schui und ich entschuldige mich dafür, dass ich mich auf die Documenta-Situation beziehe und das andere, was gesagt wurde, empathisch und so weiter, teile ich alles. Aber ich mache mir große Sorgen um die Documenta und Herr Schneider, Sie waren im letzten Jahr ein Anker für mich, weil Ihre Vorstellung von dem Umgang mit dem Bild mir am sinnvollsten schien, indem man in den Dialog eintritt, indem man sich streitet, aber nicht einfach sagt, wir hängen es einfach ab. Nun haben Sie diese Haltung revidiert. Nur meine Frage, die sich daran anschließt, was kommt dann, wenn wir haben in Deutschland eine klare Rechtsprechung, Herr Papier hat einen Vortrag darüber gehalten, das, was strafbar ist, ist bei uns festgelegt. Meine Frage, wenn man sieht, warum die vier Leute jetzt aufgehört haben, sie haben nicht aufgehört, weil die Strukturen nicht stimmen nach ihrer Meinung, sondern weil sie glauben, dass in der Situation sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen können. Meine Frage also, provokant, müssen wir das Strafrecht ändern, um solche Situationen zu verhindern? Sonst ist es ja immer eine Frage der Meinung von dem oder jenem. Müssen wir, um sicher zu sein gegen den Antisemitismus, das Strafrecht im Zusammenhang mit Antisemitismus ändern, um damit die Documenta möglicherweise in irgendeiner Form zu retten? Wie seht ihr das? Die Strafrechtsschraube anzuziehen? Ich weiß nicht, ich fühle mich da etwas überfragt, um ganz ehrlich zu sagen. Ich weiß nicht, was nützt, ne? Und ob die Documenta, wie die Documenta zu retten ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir noch wirklich keine Gedanken gemacht. Sie wird wahrscheinlich, sie wird stattfinden, irgendwie. Ne? Man wird eine neue Findungskommission finden. Jemand wird sie schon finden. Ne? Die Befürchtung habe ich auch. Ein weiteres Kuratorentum-Team finden irgendwie und dann wird sie. Und dann wird sie wahrscheinlich in 4 Jahren wieder stattfinden. Vielleicht gibt es ein Skandal, vielleicht gibt es keinen. Und vielleicht sollte man die Documenta von Kassel nach Tel Aviv verlegen, um Skandale zu vermeiden. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Ich weiß nicht, strafrechtlich. Ne? Es ist natürlich im gewissen Sinne wirklich, ob das was gilt irgendwo, weil dann muss man ja ganz, ganz klare rechtliche Definitionen finden. Ich weiß nicht, ob es da Leute gibt, die dann wirklich imstande sind, das zu machen. Thomas, was meinst du?
Ich vertraue dem Strafrecht an dieser Stelle auch nicht sehr, weil ich das Gefühl habe, dass es Dimensionen und tiefen Dimensionen geht, die eben gerade vom Recht selber und mit dem Verbot nicht erfasst werden. Ich wünsche natürlich mir auch, dass das mit der Documenta weitergeht und dass jetzt nach dem Rücktritt der ganzen Findungskommission halt neue Wege, aber man muss wahrscheinlich hier auch versuchen, sich mit diesem Label nochmal intensiver auseinanderzusetzen, was eine Gelegenheit wäre, mal die Fragerichtung umzukehren und dich, Heinz, zu fragen, was denn die Ergebnisse eines Forschungsprojekts sind. Ihr habt ja ganz viel Zeit schon mit der Documenta 15 verbracht und vor allem natürlich auch die ganze Rezeption studiert. Was für Perspektiven ergeben sich denn da aus eurer Forschung? Ich finde, ich habe den Eindruck, das ist jetzt ein guter Punkt, um zum Ende zu kommen. Und ich danke euch sehr, dass ihr auch noch für die Diskussion da wart. Also. Alles Gute nach Tel Aviv und nach Wien. Ciao, ciao zusammen. Ja, ciao, ciao. Alles Liebe, ciao. Ciao, ciao.